Der farbenfrohe Containerblock in der Peter-Breuer-Straße ist seit heute Geschichte. Die Elemente wurden verkauft und der neue Eigentümer hat heute mit dem Abtransport begonnen. 10 Jahre hat der Block 26 überdauert. Nun sollen neue Projekte in Angriff genommen werden. Udo Rupkaiwis berichtet aus der Peter-Breuer-Straße. Ja, und der Mann, der diesen Block vor 10 Jahren hat errichten lassen, der steht jetzt neben mir. Hallo, Kurt Fliegerbauer. Hallo, freut mich. Ja, nun ist, man kann sagen, das Ende einer Ära gekommen. Der Block war in den letzten 10 Jahren sogar auch von Architekturexperten immer wieder besucht worden. Ja, es war anfangs ein sehr umstrittenes Projekt, aber über die Zeit wurde es eigentlich sehr gelobt. Viele Studenten kamen an, haben sich den Block angeschaut. Es war ein innovatives Projekt. Aber vermutlich, sage ich jetzt als Architekturlaie, für Zwickau wohl eine Nummer zu hoch, zu avantgardistisch? Nicht hinsichtlich der Architektur, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Vermietung. Der Block hat nie wirklich funktioniert. Wir haben viel unternommen, um Mieter zu begeistern, junge Mieter mit günstigen Mieten. Aber es hat nicht funktioniert. In Zwickau, es war ein Fehler von uns. In einer Großstadt wäre das sofort gelaufen, hätte gut funktioniert. Aber für Zwickau war das Projekt nicht geeignet. Worin sehen Sie da die Gründe? Könnte es auch sein, dass es ein klein wenig an der Peter-Breuer-Straße liegt, die ja nun bei weitem nicht mehr die Kneipenmeile ist, die es mal war? Das stimmt. Also die Peter-Breuer-Straße ist, wie man so sagt, durchs Raster gefallen, bewegt sich kaum was. Er war vielleicht auch 10 Jahre zu früh. Vielleicht hätte man noch warten können müssen, weil jetzt mit den ganzen Initiativen, mit den Ideen für die Innenstadt von der Oberbürgermeisterin getragen, wird vielleicht in ein paar Jahren so ein Projekt wieder möglich sein. Aber wir hätten jetzt einiges reparieren müssen und wenn man keine Mieter hat, dann hat man auch keine Lust mehr, Geld auszugeben. Was soll nun mit der frei werdenden Fläche geschehen? Also der Idealfall wäre gegenüber die Peter-Breuer-Straße 19. Diese Kneipen sind ja auch alle leer. Da würde ich gerne einen Bio-Supermarkt machen und dann würde ich die Stellplätze dort anbieten können für diesen Bio-Supermarkt. Sind das jetzt schon konkrete Pläne, wo man einen Zeitplan benennen kann oder ist das noch in fernerer Zukunft? Es ist in naher Zukunft. Die Gespräche laufen schon. Was passiert nun mit den Containern? Wo kommen die hin? Wurden sie verkauft, oder? Ich habe sie verkauft und der Käufer wird sie wohl irgendwo wieder aufstellen, gehe ich davon aus. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Fliegerbauer, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die kommenden Projekte. Vielen Dank. Damit zurück zu Carsten Riedl.